Der 19. Spieltag der Bundesliga-Saison steht an und damit herzlich willkommen zur Prognose hierzu. Ja, diesmal deutlich später angefangen als sonst. Sonst fange ich ja immer so gegen 15, 16 Uhr an. Heute haben wir jetzt schon, also jetzt haben wir gleich 19 Uhr. Deswegen muss ich mich ein bisschen beeilen. Und zwar machen wir das Video jetzt gar nicht so lang, sondern legen sofort los mit Dortmund gegen Freiburg. Ab heute, wo Dortmund in der Hinrunde 1-2 verloren hat. Ich denke, das werden sie diesmal nicht verlieren. Und sag 3-1. So. Köln gegen Bayern. Ich bin da gespannt, wie die Aufstellung von Bayern ist. Ich weiß noch nicht, ob einige nach der Corona-Erkrankung kommen werden. Aber das werden wir dann morgen sehen. Die spielen nämlich morgen Nachmittag. Und an alle Bayern-Fans, Alphonso Davies hatte eine Herzmuskelentzündung, habe ich vor ein paar Stunden gelesen. Ich hoffe, da geht wohl alles gut, weil der ist ja auch mit Corona infiziert worden. Also er ist auch positiv gewesen und hatte halt bei der Untersuchung wohl eine Herzmuskelentzündung. Und ich hoffe, da geht alles gut. Drücken wir da mal die Daumen. Und hoffentlich wird Bayern auch hier dieses Spiel gut machen. Nach der 1-2 Pleite gegen Gladbach mit einer B11 sozusagen. Also, nee, jetzt nicht B11 will ich jetzt nicht sagen, aber mit einer Notelf halt. Trotzdem das Spiel nicht gewonnen. Aber ich denke, ja, hier soll es klappen und da sage ich 4-1. Aber Köln macht sich ja gut. Auch mit 8 aktuell auf den Europaplätzen. Sorry, ich bin durcheinander ein bisschen. Macht nichts. Weiter geht's mit Union gegen Hoffenheim. Da sage ich, Union macht's. Auch wenn Hoffenheim auf Platz 3 ist, sage ich, Union macht's 2-1. Kann auch in die andere Richtung gehen. Ich denke es halt so. Dann haben wir Wolfsburg gegen die Hertha. Direktes Duell. Schon nah am Abstiegskampf. Also Wolfsburg habe ich gerade vorhin in der Tabelle gesehen. Haben diese Saison schon mehr Niederlagen kassiert als in der letzten Saison. Letzte Saison haben die es ja auf einen Champions League Platz geschafft. Jetzt sind sie ziemlich weit entfernt und denken noch nicht mal an Europa. Es geht eher in Richtung Abstieg, aber ich denke mal, gegen Hertha muss es doch machbar sein. Letzte Woche gegen den VfL Bochum 1-0 verloren, ey. Also mit Wolfsburg ist nichts in Ordnung. Mal gucken, ob sich das noch verbessert. Dann haben wir wieder ein direktes Duell. Mainz gegen Bochum. Letzte in der Hinrunde hat Bochum gewonnen. Ich habe sogar für Bochum da getippt vom zweiten Spieltag, wisst ihr bestimmt noch. Könnt ihr ja meinen Kanal abchecken. Boah, schwierig zu sagen, wer es jetzt macht. Ich sag trotzdem, Mainz macht's. Da sage ich 2-0 diesmal. Stuttgart gegen Leipzig. Sage ich sofort 0-4. Leipzig muss sich auch mal langsam ein bisschen verbessern. Aktuell 9. Gladbach gegen Leverkusen, auch wenn Gladbach gegen Bayern gewonnen hatte. Letzte Woche sage ich hier, das machen die Leverkusener 3-2. Letzte Saison hatten die ja die Gladbacher 4-0 auseinandergenommen. Frankfurt gegen Augsburg, beziehungsweise umgekehrt, 16. gegen 18. Das müsste Frankfurt machen. 3-1. Und dann haben wir ein Abstiegsduell. Bielefeld, der vorletzte, gegen Fürth, den letzten, gegen Stuttgart, aber in 0-0 gehabt. Das heißt, den 6. Punkt dadurch eingefahren. 3 Unentschieden, 1 Sieg und 14 Niederlagen jetzt. Und hier gehe ich mal Risiko und tippe dafür Fürth und sag mal 2-1. Es ist möglich für die. Warum sollten die es nicht schaffen? Bin ich ehrlich.
So, das sind meine Tipps. Ihr könnt gerne, wenn ihr wollt, eure Tipps mir in die Kommentare packen. Ich muss mal ganz kurz sehen. Okay, es sind 9 Spiele. Ich habe vorhin ja den Überblick verloren. Also je nach richtig ziemlich bunte Mischung. Ja, ich bin gespannt, was davon richtig ist. Und wünsche euch schon mal viel Spaß beim Spieltag. Und kleine Info für euch, am Sonntag kommt ein Video hoch. Kommt da ein Video auf meinen Kanal. Nämlich eine Vorberichterstattung zu den Achtelfinalpartien am 18. und 19. Januar. Und zwar die Achtelfinalpartien von dem DFB-Pokal 2021-2022. Dazu wird es ein Video geben am Sonntag. Und ansonsten halt wie immer jeden Freitag Bundesliga-Prognose. Bis dahin, tschüss und ciao.